Spider-Man 3, V-Blog, mit E.J. Krisor, Grafiker. Der größte Spaß an meinem Job ist, dass ich bin in der Regel der Erste, der daran arbeitet. Das soll heißen, es gibt noch keine Modelle. Es gibt noch keine andere Vorstellung von dieser Sache. Manchmal gibt es ein Storyboard, aber meistens ist nicht mal das vorhanden. Wirklich, ich bekomme die Sache hingeknallt und dann heißt es, wie sieht er wohl aus? So einfach ist das. Ich wollte wirklich, dass es sich anfühlt wie, Sie wissen schon, es hatte diese Art Boshaftigkeit und diese Intensität. Ich will damit ausdrücken, es ist irgendwie ein richtig guter Monsterfilm. Manchmal ist es ein sehr schwieriger Entwicklungsprozess, denn man hat da so eine gewisse Idee im Kopf. Diese wirkt in der Vorstellung natürlich perfekt, aber wenn man dann die Idee zu Papier bringt, sieht es meistens gar nicht mehr so toll aus, wie ausgedacht. Es ist ein Evolutionsprozess. Ich zeichne einen wirklichkeitsgetreuen Thomas Hayden Church und dann variiere ich das und zerstöre sie wieder. Ich zerstöre sie gewissermaßen, variiere sie, zerstöre sie, das ist wie, es macht wirklich viel Spaß zu sehen, wie weit man das vorantreiben kann. Und wenn man dann das Richtige gefunden hat, könnte man vor Freude durchdrehen.